Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Orson 2 Kappa Mode. So, wir sind hier der Held in der strahlenden Rüstung und ich frage mich, warum der Helmgott nicht leuchtet, aber naja. Wir haben die Infinity Armor in der letzten Folge gecraftet. Hab dann auch offscreen mal die ganzen Lootbags geöffnet, also naja. Hier ist jetzt gerade nicht mehr wirklich so viel offen. Aber naja. Die habe ich alle hier reingepackt und naja, wir haben einen Bedrock bekommen, ein Beacon, ist ganz nett, ein Skyfire Sword, muss man nicht craften, eine Draconic Chest, ja, mal so ein paar Seifeneimer, ein bisschen Red Matter Armor, was ich aber ganz, ganz besonders geil finde, einen Chaos Ingot. Lass mal das Rezept anschauen davon. So. Wir brauchen dafür Infinity Ingots, für uns momentan kein Thema. Palladium Crystals, ja gut, das ist noch so eine Sache für sich. Chaotic Course, dafür müssen wir den Chaos Guardian besiegen. Chaos Catalyst, dafür müssen wir den Chaos Guardian besiegen. Infinity Stars und so weiter und so fort. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, das hat uns so einiges an Arbeit erspart. Gut, wir werden jetzt halt klar, wir brauchen davon so ein paar. Weil, naja, hier alleine brauchen wir 10 Stück. Aber naja, das tut erstmal nichts zur Sache. Wir haben aber noch etwas bekommen. Ein Starfield Creator. Oh, das sieht man jetzt nicht so gut. Aber naja. So. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Tage laufen lassen. Wir haben wieder 16 Millionen Nether Stars. Ich würde jetzt aber mal gerne gucken, dass wir so langsam mal wirklich das Pack beenden. Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier einen Gammer ein bisschen weiter. Können wir... Moment. Wir gucken mal in aller Ruhe. Delta können wir noch einiges benden. Machen wir hier die letzten Sachen noch fertig. Hier so ein Cryo-Stabilize-Flux-Duct. Cryo-Stabilize-Flux-Duct. Was fehlt uns davon? Wie viele sollen wir machen? 1, okay. Und die müssen befüllt werden. Mit wie viel? 500 Millibuckets, also 2 davon. Ah ja, ich habe ja noch einen Infinity Crossbow gemacht. Drum. Wir brauchen nochmal kurz Donald Trump. Und ja, der war jetzt nicht mega scheiße. Okay, dann füll. Ach, weißt du was? Das wurde mir jetzt gerade zu blöd. So, zack, zack, fertig. Haben wir. Packen wir da rein, das auch, das auch. Was haben wir hier noch jetzt? Glaze. Die komische Eismaschine. Was fehlt uns davon? Gar nichts. Haben wir. Was kommt noch? Igneous Extruder und der Photogenic Insulator. Igneous Extruder ist irgendwie meine Lieblingsmaschine. Da brauchen wir noch das Teil hier unten. Machen wir mal 2. Haben wir. Und Photogenic Insulator oder. Genau. Ein Lumium Gear. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen was dauern oder auch nicht. Wir haben ja hier noch unsere Metal Press. Hier sind noch Tingiers drin. Zack. Zack. Sehr schön, damit haben wir die Reihe auch fertig. Dann brauchen wir noch die Conduits. Wir brauchen hier noch ein Pressurized Fluid Conduit. Das wäre dann diese Variante. Quest complete. Ein Reservoir. Ich habe noch kein Reservoir gecraftet. Alter.
Zack. Das kann mal weg. Fused Quartz. Machen wir mal das 1000. Bist du mit dieser Rüstung einfach so krass schnell? So. Dann jetzt aber nochmal Reservoir. Haben wir auch. Sehr schön. Dimensional Transceiver machen wir gleich. Den Enchanter, das ist gar kein Thema. Ich möchte einfach jetzt gucken, dass ich das Pack beende, weil, naja. Ich bin ehrlich, so allzu viel Spaß macht es mir auch nicht mehr. Haben wir. Ich meine, was heißt, es macht mir keinen Spaß mehr. Es hat Bock gemacht, aber ich bin jetzt einfach so in einer Phase, wo ich einfach nur noch warten muss. Und ich habe ja gesagt, ich will die Quests beenden. Sehr schön. Dass wir dann mit dem nächsten Pack voranschreiten können. So und so. Super. Ein Rezzer Obelisk. Was haben wir davon? Fast alles. Eine Basic Capacitor Bank. Hab ich keine normalen Doch hier. Ein Redstone Block und das war Conductive Iron, genau. So, dann einmal rauf. Ich muss sagen, diese Ammo ist schon relativ geil. Also nicht nur relativ, die ist geil. Vielen Dank. Rezzer Obelisk. Und Quest complete. Die habe ich mir noch nie angeschaut. Braucht Energie, Wasser und okay. Super. Ja, 7 Minuten dabei und schon so viele Quests erledigt. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Dimensional Transceiver machen und den Wireless Charger. Alles klar. Dann einmal zack. Dimensional Transceiver. Wir brauchen Reinforced Obsidian. Haben wir. Enlightened Fused Quartz. Haben wir. Einen Octadeck und einen Rap. Soll mal faul sein. Der Speicher ist komplett leer. Scheiße. Komm, wir schmeißen mal wieder den Netherstar Generator an. Nein, du sollst nicht aufgeladen werden. So, zack, zack. Irgendwo müssen wir Energie herkriegen. Oh cool, du kannst auch einfach hier neben stehen. Das reicht echt nicht. Okay. Krass. Also ich muss sagen, die Base, die sieht cool aus, aber... Ist auch einfach so eine nur noch 15 Base, ne? So, wir brauchen jetzt einen Octetic. Und einen Ender Resonator. Gut, den müssen wir noch bauen. Dafür brauchen wir sowas. Ich glaube, der war mit Solarium und genau. Zack. 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 So, hier rüber. Slice and Splice. Sehr schön. Dann haben wir alles zusammen für große Dingsbums. Und jetzt wünsche ich mir, ich könnte Shift klicken, weil das ist einfach ein bisschen nervig. Aber naja, das ist schnell gemacht. Zack.
Dimensional Transceiver. So, das kommt dann wieder ins E. Und wir haben es zu 100%. Kommen wir. Confirm mal hier das. Ich glaube, ich werde die Runen werde ich offscreen machen. Weil da dürfte uns nicht mehr allzu viel fehlen. Und ich habe jetzt keinen Bock, da noch großartig rumzuwarten. Also in der Folge, ich will jetzt einfach gerade so viel wegknüppeln, wie es geht. Wir können hier mal gucken, was wir noch hier rauskriegen. Ich nehme jetzt irgendeinen. So, das kommt schon mal rein. So, was haben wir? Ein Cookie, Kettensäge, Music Disc, ein Core Sample Drill, Light Oxygen Tanks, mal wieder eine Red Matter Armor, ein Floating Stone, Tier 3 Chance Pendant, eine weitere Dirt Chest. Ich merke schon, das wird wieder so eine Loot Chest Folge. Ja. Hab ich mir dann doch schon gedacht. Ich finde es halt schade, dass hier so wenig Gutes drin ist. Wenn in Fire you stand, you burn. Or have potion. Ja. Gut, gehen wir nochmal weiter zu Epsilon. Da fehlt uns nämlich auch nicht mehr zu viel. Ah ja. Oh, da hatte ich doch. Genau, was hat uns jetzt ja noch gefehlt? Combiner. Das waren zwei Advanced PCBs, genau. PCB. Genau, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Gibt es hier schon die Acceleration Wand? Nein, schade. Gut. Dann können wir ja schon mal gucken, was wir stattdessen machen. Ja, wir können hier noch ein paar Sachen wegmachen. Quantum Disk zum Beispiel. Quantum Disk. Sehr schön. Wir brauchen ein Blank Circuit. Das war Silica. Moment, brauche ich. Nee, dafür brauche ich keins, genau. Das war einfach nur eine Enderperle und Redstone. Eins, zwei. Eins, zwei. Papier habe ich. Ja, hab ich noch. So. Gut, was haben wir denn noch so, was wir hier schon mal weitermachen können? Eine Deep Storage Label, okay. Paper. Habe ich doch auf Autocraft, oder? Ja. Sehr schön, das reicht dann auch schon. Deep Storage Label haben wir. Einen Lava Fabricator. Oh, jetzt ist das Papier, was ich noch brauche, weg. So. Lava Fabricator. Quest complete. Und haben wir dann hier einen Planter. Alles klar, da werden wir noch was brauchen, das weiß ich. Genau. Und zwar brauchen wir noch einen Flowerpot. Und das war's dann. Ich habe mal ziemlich sicher, dass wir keinen Blumenpot im System haben. Dann machen wir gerade hier die Storage, die Quantum Disk fertig. Ein Storehouse. Ich glaube, es gibt aber
kein Sammelschnell. Kein Speichersystem, so wie es im E-System, oder? Also was so beliebt ist. So, das sollte reichen bis zum Ende des LPs. Elektrosilicon, schnell 100, sofort. Zack, zack. Sehr schön. Das ist einfach so genial. Ich liebe unser Crafting-System. Man sollte dann noch die richtige Taste drücken. Gut, jetzt brauchen wir aber nochmal Silica, hatten wir gerade. Papier. Was brauchen wir noch? Mystic Quartz. Machen wir schon mal schnell hier fertig. Zack, zack. Dann ein Sludge Boiler. Den guten alten Slutgeboiler. Eins, zwei. Haben wir. Ein Laser Drill Precharger. Sollen wir 4 Stück von machen? Vier Stück von denen. Und dann 1, 2, 3, 4. Haben wir. Und dann zu guter Letzt noch den Laser Drill. Ja, wir brauchen nochmal 2 Lights. Und zack. Sehr schön. Könnten wir jetzt aufbauen, aber naja, wir brauchen das einfach nicht mehr. Habe ich mich vergessen auszuloggen. Ja, damit haben wir schon mal die MFR-Strecke fertig. Die Solar Panels müssten wir noch machen. Ja, komm. Bei welchem sind wir dran? Das Vierer. So, was fehlt? Davon 3. Und davon brauchen wir 3. Was braucht er jetzt gerade so lange? Das können wir mal rausschmeißen. Ah. Super. Moment, bevor ich das jetzt aber reinhaue, würde ich das gerne noch als Autocrafting-Rezept haben. Und wir packen das hier rein. Hier ist so eine schöne Lücke. Und zack. Solar Panel 5. Das dürfte jetzt auch fertig sein. Boah, wir hauen hier einfach die Quests raus. Das ist krass. Meine Fresse, komm. Wir machen mal ein paar Lootpacks auf. Also ich muss sagen, dieses Pack, das hat mir schon bisher super gefallen. Aber naja. Ich finde, das Endgame ist dann doch sehr, sehr wartelastig. So, das kann weg. Das dürfte jetzt auch fertig sein, genau. Dann schmeißen wir euch mal da rein. Smashing Rock, Walrus, der super. Advanced Bin, Knife Dislocator. Artifact. Okay. Ich glaube, ich öffne die jetzt auch echt nicht mehr. Es gibt uns einfach nur noch einen scheißen Dreck. So. Also.
Ich habe mir gerade überlegt, ich werde die wahrscheinlich dann doch offscreen machen. Ja, hier die Disc werde ich auch offscreen machen. Das ist einfach nur grindy. Weiß ich nicht, ob ich... Ne, komm, wir machen das noch, aber das mache ich dann auch offscreen, oder? Komm. Wir machen das mal gerade. Im Essen waren wir lange nicht mehr. Und mittlerweile sollte das ja auch kein Thema sein. Oh ja, das ist verdammt lange her. Wo haben wir jetzt so einen Tempel? Da haben wir doch schon mal einen. Aber ins Leiterlabyrinth. Wow. Ja gut, ne? Ich glaube, das mache ich jetzt einmal, mache ich einen Dungeon on-cam und den restlichen werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen, weil es einfach nur das gleiche ist. Zack, einmal kurz aufräumen, ich hasse nämlich sowas. Ja, super. Ja, und wo geht es jetzt weiter? Oh, vielleicht hier? Jawohl. Ah, muss ich jetzt so einen Schlüssel finden oder was? Ich befürchte mich gerade, ja. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das noch nie gemacht. Also ich war noch nie wirklich im Ezra drin. Und dementsprechend in den Labyrinthen natürlich auch nicht. Hallo. War das jetzt so ein Babo oder was? One more key fragment, okay. Das denn? Ah, komm, ich lege euch mal da ein für spätere Besucher, die nie auftauchen werden. So, aber hier muss doch irgendwo noch so ein komischer Typ hier sein. Hier waren wir, hier waren wir.
Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Na? Und das bringt einen Scheißen. Hier war ich aber noch nicht. Wo ist er? Nein, nein. Da waren wir gerade. Oh, komm, Leute. Oh. Warte mal, das war jetzt aber gerade so einer von diesen Babos, ne? Genau. Dann kriegen wir ja doch die Quest heute fertig. Ach, das war das, aber auch mal eine Pickaxe, ne? Was haben wir da? Was haben wir da? Wir haben. Okay. Ja, super. Was haben wir so, was haben wir so, was haben wir so, was haben wir so? Geht die? Jawohl. Ach komm. Ja gut, und sonst so. Ich schaue jetzt einfach mal so ein paar Mal drauf. Spannender Endkampf auf spannende Doomness. Gegen Drusiana ist es leider Final Boss. Boah, ey. Meine Fresse. Boah, ich bewege mich jetzt nicht mehr. Oh, er ist tot geworden. Also hat rote Augen. Vielleicht nicht, weil er jetzt jeden Moment besiegt ist. Ein Holy Sword. Carstone, Labyrinth, Music, das. Okay. Das war aber die Quest, oder? Ja. Können wir die noch machen? Coin. Sehr schön. Dann packen wir das mal ganz kurz da rein. Oh, Phoenix-Chestplate. Kommt 50er Lootpack und ja, das war es einfach mal. Sehr gut. Dann sehen wir uns damit beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich schon ein paar Quests abgeschlossen haben. Aber naja, wir sehen uns dann. Bis dahin, haut rein.